Eine Lampe. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wer nachts die... Kommt mir bekannt vor. Ich habe eine Idee. Schon wieder? Nein. Wer schreibt denn? Oh. Das klappt. Das ist kein... Ich will gar nicht wissen, wie der bei... Licht essen. Puh. Nein. Wenn dir doch eins einfällt, ruf direkt bei Poki an. 040 80 60 11 30. Mhm. Hätte schon gesagt, dass es nicht die Nummer ist. Guck mal, Harvey. Ein Sofa. Wie traurig. Du musst mir eins versprechen, Edna. Ja? Schick mich bitte nicht zum Polsterer, wenn nimm mal das TFHSE. Dir wird das TF... Das kennen wir. Mal gucken. Moment mal. Ich muss was nicht nochmal machen. Können wir einfach probieren. Ja, die Ritzen sind ein guter Aufbewahrungsort. Ich komme später zurück und hol dich ab, kleiner Freund. Na, halt mal den Fußnägel. Lecker. Den Telefonhörer kann man nicht in die Bekritzeln und schmieren. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das gemacht haben. Sicher nicht. Da kommt nichts rein. Im Gegenteil, da kommt was raus. Hm. So viele mögliche Telefonnummern und so wenige Finger, um sie zu wählen. Diese Option steht... Tja, was ein Telefon! Endlich! Wenn ich mich nur an die... Oh, es ist ohne... Mist. Der Hörer fehlt. Ein Telefon! Oh, es ist... Fest an der Wand verschraubt. Aber das ist halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Was ein Telefon! Endlich! Oh, es ist... Keine Chance, es ist kaputt. Der Hörer fehlt. Tja. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Von diesem Sofa? Ja. Wie geht es dir, Sofa? Ich fühle mich so... nackt. Was du nicht sagst. Zu spät. Jemand hat bereits alle... Nein. Erstens habe ich keine Zeit, mich auszuruhen. Zweitens hat jemand alle Polster entwendet. Gut, dann gehen wir mal hier weiter und kommen wieder, wenn wir ein Telefon haben. Ich habe eine Idee, wer ein Telefon hat. Da hat jemand ein Telefon. Nein, das könnte er missverstehen. Nein, das könnte er... Hallo? 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich leg es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Da kenne ich genügend Leute, die nicht so sind. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst, nur weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst.
Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, Dino Juppie, es ist ein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. So abgesehen davon, dass wir hier schon eine ganze Weile lang uns unterhalten. Ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Hallo? Hallo? Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? 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 Hey! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Na, schade, dass wir die Funktion noch nicht haben. Ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Tauschst du dein Telefon gegen eine Tube Senf? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jeder... Was hältst du von diesem Typen, Harvey? Ein obsessiver Börsenspekulant auf Entzug. Nichts Ungewöhnliches. Okay, wir kriegen ihn vom Telefon weg. Rück das Telefon raus, oder... Oder was? Oder ich reiße einen albernen Karlauer über dieses Stuhlbein? Verzieh dich, Hotzenplotz. Tauschst du dein Telefon gegen meinen Poloschläger? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenz. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Dafür hast du vorhin mit uns lang geredet. Tauschst du dein Telefon gegen die... Bestimmt. Das Telefon muss je... Hände hoch! Ich muss dieses Telefon konfiszieren! Niemals! Da könntest du ja gleich mein Herz konfiszieren. Meine Seele. Und die Luft, die ich atme. Mann, komm mal runter, Alter. Das hatten wir schon. Nein, das könnte er missen. Tauschst du dein Telefon? Bestimmt, das muss. Tauschst du dein Telefon? Bestimmt, das muss. Rück das Telefon raus, oder? Oder was? Oder ich bestreiche dich mit Halbfettmargarine? Verzieh dich, Hotzenplotz. Tauschst du dein Telefon gegen diese Gabel? Bestimmt nicht. Das Telefon muss. Tauschst du dein Telefon gegen... Bestimmt, das Telefon muss je... Tauschst du dein Telefon... Bestimmt, das Telefon muss... Ja. Verflucht. Wenn ich doch nur längere Fußnägel hätte. Aber ich Idiot knabber sie mir ja ständig wieder ab. Ja, wer ist denn jetzt... Mist. Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte, ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Glaube ich nicht. Robustes Mistding. Ich glaube, ein Beschwerdebrief. Aufmachen! Polizei! Mist. Mist. Ich fürchte... Das bringt nichts. Mist, ich fürchte... Verflucht, aber ich... Da fehlt ein Schlüssel. Es ist an diesem Gitter befestigt. Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Ich hasse diese Dinger. Ja, sieh mal rein. Der Pumuckl. Nein, dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Komm sofort darunter, du hässlicher Kobold. Dein Ungehorsam erbost mich. Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Auf jeden Fall. Was soll das? Siehst du nicht, dass er ab...
Was ist wieder das mit den Lampen? Licht? Puh, na, wenn die... Ich will gar nicht wissen. Okay, den Stuhl können wir hier. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Mhm. Nein, danke. Ich... Oh, nicht. Ach doch. Wir müssen nochmal zurück in die Zelle, damit wir da mal ein bisschen kritzeln können. Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Aha. Tja, vielleicht kann ich ihr Kunststücke beibringen. Alle hopp! So viel zu meiner Karriere als Dompteur. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Hurra. Schade, dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Lass das. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Da kommt ein Meteor. Ein Komet, der die Nuss zerstört. Ich würde ihn ja nehmen. Aber ich will nicht, dass die ganzen Talkshows in meine Tasche siffen. Das stimmt. Was ein Punkt. Ein Dino-Film. Ich mag keine Dino-Filme. Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Achtung, Spoiler. Das kaputte Stuhlbein guckt gerne Unfallshows. Wenn andere auf die Fresse fliegen, könnte ich mich jedes Mal beärmeln. Das klappt. Der Poloschläger guckt am liebsten Tierfilme. Ich will es nicht leugnen. Ich mag Pferde. Sachen gibt's. Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. Das klappt. Die Polizeimarke verpasst keinen Tatort. Unrealistisch, aber spannend. Unrealistisch. Stimmt, stimmt. Der Senf liebt Castingshows. Ist es nicht verschärfend, die da seinen Senf dazugeben? Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Da lernt man die tollsten Sachen. Der Topf mag Kuppelshows. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Ich bin fest davon überzeugt. Ah, ja. Das Messer guckt am liebsten Horrorfilme. Ich fühle mich erst unterhalten, wenn Blut spritzt. Der Spruch passt zu Harvey. Die Gabel mag gern alte Schinken. Ich stehe auf Filme mit Clark Gable. Oh Gott. Der Topflappen guckt am liebsten Talkshows. Kein Eisen ist mir zu heiß. So schlecht die Witze. Der Fußnagel schaut gerne Thriller. Die sind so spannend. Ich könnte mich selbst abknabbern. Steckdose. Dieser Stuhl ist nicht ansprechbar. Es ist ein Fernsehstuhl. Ja. Ein Sessel. Cool, dann. Fußnagel loswerden. Der ist nicht geschraubt. Er hält. Womit er. Nein, danke. Nein, danke. Wenigstens das geht. Und nichts ist zu sehen. Oha. So. Hallo. Hey. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß. Du könntest ja auch ein verkleideter Velociraptor sein. Natürlich. Ich heiße Edna. Angenehm. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du denn? Was machst du da hinten?
Ich betreibe Nachforschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Logisch. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Tja. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Polkappen schmelzen? Du ja, kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Hurra. Nein, das ist der Sessel vom Professor. So, jetzt können wir ausschalten. Ich würde ihn ja nehmen, aber ich... Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Oh, das können wir gebrauchen. Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Kaufen? Kaufen. Verkaufen! Nein, immer noch nicht verkaufen. Mhm. Willkommen bei den Börsen. Hier geht es nur kaufen. Kaufen? Kaufen. 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 Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen. Mhm. Ich lass das jetzt an. Willkommen bei den Börsen. Hier geht es nur kaufen. Kaufen? Kaufen. Immer kaufen. 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 Sollen wir kaufen? Verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen. Dreimal. Das dritte Mal ist verkaufen. Hallo? Hallo? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Sieh mal, Juppi, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Sch... Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Oha, der Arme geht sich gleich erhängen. Oh nein. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Eine Sache... Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein... Der Arme. Aber jetzt haben wir einen Telefonhörer. Können wir hier mal hin? Was war das? Eine Münze. Wechselgeld. Oha. Nichts. Okay, wir haben... Wechselgeld. Wir haben eine Münze. Na toll. Jetzt ist sie futsch. Oh, schade. Können wir bestimmt irgendwo für gebrauchen. Wechselgeld. Okay. Jetzt können wir hier mal lang gehen.
Wofür werden wir das Wechselgeld schon brauchen? Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Ah ja. Hallo? Ist da die Kantine? Ja, bitte? Ich reagiere auf den Aushang von letzter Woche. Den mit der Löffelknappheit? Na, dann schießen Sie mal los. Deine Löffel sind wie Herzeleid. Konkav und weit, weit entfernt. Aufhören, ah, ja. Aufhören. Seltsam. Aufgelegt. Das klappt. Das klappt. Das kl. Das kl. Das klappt. So. Okay. Es will mir einfach nicht über die Lippen. Alter. Ups. Ich hab's kaputt gemacht. Yippie, nehmen wir die Bude auseinander. Dieses Plakat ist stumm. Hier steht, Löff bringt euch. So. Schau mal, Harvey. Auf dem Aushang steht, dass sie in der Kantine keine Löffel mehr haben. Was schaust du mich so an? Ich habe nur zwei und das sind meine. Zerstören was. Woody, Woody, Woody. Oh, darf ich mitmachen? Klar. Woody, Woody, Woody. Woody, 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 Woody. Woody, Woody, Woody. Woody, Woody. Was machen wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Benutze Poloschläger mit Plakat. Ach so, klar. Woody, Woody. Ich Woody wusste nicht Woody, wie es gemeint Woody war und dachte, ich biete mal was an. Woody, Woody. Wir müssen doch irgendwann den Weg nach oben finden, das war ja. Das war nochmal die Zelle bekritzeln und beschmieren. Inspektor Konrad begibt sich auf die gefährliche Suche nach den verschwundenen Löffeln. Wer entführt unbescholtene Löffel? Und wozu? Dieser Fall wurde immer mysteriöser. Hier steht, es fehlen Löffel. Naja, dann muss ich halt mit der Hand umrühren. Lecker. Ich muss eh meinen Becher besorgen, deswegen werden wir hier brauchen. Sehr bald. Die Spur ist kalt. Der Löffeldieb bleibt unauffindbar. Es ist nicht festgeschraubt. Es ist nur dran getaped. Können wir es prinzipiell auch abreißen. Eine Münze. Ich kaufe ein E. Bing, 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 bing. Ich möchte lösen. Becherknappheit in der Kantine. Nein, es heißt Meckerkrankheit an der Latrine. Ach, Harvey, du schummelst. Und ich glaube, du hast dich an der Latrine mit Meckerkrankheit angesteckt. Aha. Dann wollen wir auf jeden Fall hier nochmal. Wenn was können. Ne, können wir nicht. Hier ist der Sackgasse. Das ist blöd. Gut, dann holen wir später. Dann hier zuerst rein. Aha.